Ja, guten Morgen, herzlichen Dank Martin und auch Thomas, beide, für die Einladung. Mein Name ist Ton Sörster und ich sah im Programm, steht mein Vortrag als internationaler Keynote angeschrieben. Ich mache das zum Teil auch international, dadurch, dass ich meinen Vortrag auf Deutsch halte. Meine Folien sind aber auf Englisch und ich werde als Holländer auch ab und zu englische Begriffe verwenden, wo mir das deutsche Wort nicht im Sinn kommt. Ich arbeite 2 Tage in der Woche bei der EPSI-Plattform, so im Durchschnitt, zusammen auch mit Daniel Dietrich hier vorne. Die EPSI-Plattform ist die Webseite, finanziert von der Europäischen Kommission, wo alle Nachrichten und Entwicklungen rund um Open Data in ganz Europa zusammengebracht werden, damit ich als Holländer auch weiß, was in Bulgarien passiert, weil ich kann ja nicht suchen auf Bulgarisch in Google, weil ich kenne mich ja mit der Sprache nicht aus und man also dort die Beispiele findet und die Policy-Dokumente findet, die anderswo in Europa verwendet werden, rund um Open Data. Das ist also so eine Fundgrube für Informationen und auch für Namen von Leuten, die sich anderswo mit Open Data auseinandersetzen. Ich möchte eigentlich in diesem Vortrag ein bisschen zurückblicken und auch vorausblicken, was war im letzten Jahr und was kommt auf uns zu. Im letzten Jahr waren wir in Wien zusammen und haben wir über Open Data geredet und seitdem ist sehr vieles passiert. Und das sieht man zum Beispiel an die Anzahl von Wettbewerben, die es im letzten Jahr gegeben hat. Nationalen Wettbewerbe, wo Apps gebaut werden aufgrund von öffentlichen Daten. Das gab es in Italien. Das gab es in Deutschland, wo viele Apps gebaut wurden. Das gab es aber auch in Finnland und in diesem Jahr auch wieder. Die machen das bereits zum 4. Mal, glaube ich, in diesem Jahr. Und auch in Holland wurden in einem Wettbewerb Apps gebaut und dabei kommen sehr viele interessante Sachen raus. Und nicht nur auf nationaler Ebene, auch zum Beispiel die französische Bahn macht das und lokal wird das organisiert, hier in Fingal, in Irland, in Linz. Zum Beispiel auch in diesem Frühjahr und auch Firmen, in diesem Falle eine finnische Zeitung, organisieren diese Art von Wettbewerbe, wo Applikationen aufgrund von öffentlichen Daten gebaut werden. Und es gab sogar einen Poetry Competition rund um Open Government hier in Österreich. Sehr viele Wettbewerbe also, die sehr viele Beispiele von Wiederverwendung von Daten hergeben und auch viele Daten wurden publiziert, vor allem in Datenportale. Es gibt mittlerweile unzählige Datenportale in Europa. Wieder auf nationaler Ebene, die Franzosen waren im letzten Jahr gestartet mit ihrem Datenportal. In Spanien passierte das Gleiche. Portugal, hier in Österreich gab es ein Portal und auch die Esten sind fleißig daran, ein Portal zu öffnen. Ich kann Estisch nicht lesen, aber ich glaube, da steht rechts oben, dass am 1. Januar 2013 das Portal fertig sein sollte. Da stand vorher stand 1. April dieses Jahres, also haben sie nicht geschafft. Aber da bewegt sich vieles und da auch wieder nicht nur national, aber auch regional in Lombardien, in Loire-Atlantique, in Frankreich, Baden-Württemberg und Bayern in Deutschland, hier in Tirol und Vorarlberg, auch im letzten Monat. Und auch lokal tut sich da einiges. Die Stadt Bologna, Torino, am Freitag habe ich in Trieste über Open Data gesprochen, deshalb sind so viele italienische Beispiele noch drin. Stockholm, meine eigene Heimatstadt, hat ein Datenportal gestartet und auch letzte Woche ist in Graz ein Portal gestartet. Und es gibt also jetzt viel Daten und viel Wettbewerbe und nicht nur so, sagen wir mal, statistische Daten, langweilige Daten zum Teil, aber auch sehr spannende Daten. Hier in Italien geht es um Daten rund um Renten und Sozialversicherungen, die in ziemlich großem Volumen publiziert wurden. In den Niederlanden werden die Basisregister jetzt nach und nach publiziert. Hier geht es um das Grundbuch und da stehen auch alle Postleitzahlen drin, die man jetzt kommerziell verwenden darf. Die Postleitzahlen in Holland, die waren vorher von der privatisierten Post und wir dürften also die Postleitzahlen nicht wiederverwenden, weil die Post dagegen war. Aber mittlerweile ist das Grundbuch veröffentlicht, inklusive diese Postleitzahlen. Und Geodaten auch hier in Holland, Basisregister, also die Basisgeodaten wurden veröffentlicht und diese Basisregister sind sehr, sehr wichtig. Es gibt nur ein paar davon, also in Holland reden wir von 13 Basisregister, aber wenn die alle verfügbar wären,
dann sprechen wir über einen sehr guten Untergrund, um alle anderen Daten als Data Hearing da aufzubauen. Und diese Basisregister sind also durchaus wichtig. In Norwegen machen die das Gleiche hier, das Handelsregister, da sind alle Firmen, das Firmenbuch Buch ist es eigentlich, werden da beschrieben und publiziert. Und es gibt also auch sehr viel Daten. Und in Graz gibt es zum Beispiel Finanzdaten. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Budgets werden sehr oft schon veröffentlicht, aber die Ausgaben nicht. Und die Ausgaben sind um einiges interessanter als die Budgets. Die Euro-Kommission, die geht eigentlich rund um Open Data ziemlich stark voran. Nelly Kroes, zuständig für die digitale Agenda in Europa, sagt, wir müssen diesen öffentlichen Sektor aufbrechen. We will open up the public sector. Das sagt sie dann mal nuancierter und dann mal weniger nuanciert, also aber die schlägt kräftig auf die Pauken und sagt, Data ist das neue Öl oder das neue Gold oder was auch immer. Aber die EU verspricht sich also einen sehr großen ökonomischen Potenzial von diesen Daten. Und das geht auch hervor aus die Impact-Analysen der jetzigen PSI-Direktive, denn der URL steht da unten, wo man nachgeschaut hat, welchen Impact haben wir denn in den letzten Jahren gesehen, wenn es um ökonomischen Wert dieser Daten geht. Und zum Teil sind da ganz interessante Cases dabei. Der oberste hier sind die niederländischen Meteodaten, die wurden schon vor 6 Jahren freigegeben. Und seitdem ist die Wiederverwendungsrate um ein Zehnfaches gestiegen. Die Firmen, die diese Daten wiederverwenden, haben ihren Umsatz um ein Vierfaches steigen sehen und haben damit ungefähr 100 neue Arbeitsstellen geschafft und in den letzten 5 Jahren 30 bis 35 Millionen extra Steuereinnahmen für den Staat generiert. Mit diesen extra Steuereinnahmen könnten wir allen Open Data Projekte in Holland finanzieren. Nur mit diesem einen Fall hätten wir da der Business Case für Open Data in den Niederlanden. Spanien das Gleiche, die haben im letzten Jahr untersucht, dass nur mit den Daten, die sie im Jahr davor freigegeben haben, also 18 Monate vorher freigegeben haben, 600 Millionen Euro Umsatz gebaut wurde, 5000 Arbeitsstellen generiert wurden. Und das sind nur die 40% Wiederverwendung, die in Spanien stattfand, weil 60% der Daten sind ins Ausland geflossen und wir wissen also nicht, was da in Sachen Wiederverwendung passiert ist. Also es gibt durchaus sehr starke Cases und ökonomische Indizien, dass das Potenzial auch da ist und auch realisierbar ist. Und generell geht aus diesen Studien hervor, dass ungefähr, also viel weniger als 1% der operationellen Kosten von Behörden anfallen, um die Daten freizugeben und dass das maximale Potenzial an die 2% des Bruttoproduktes der ganzen EU ist. Also das sind so ungefähr die Verhältnisse. Es kommt eine neue PSI-Direktive, das heißt neue europäische Regel, um die Daten freizugeben. Da wird es weniger freiwillig, wenn der Vorschlag der Euro-Kommission akzeptiert wird. Da wird Zugang und Wiederverwendung wird gleich gemacht. Also zuerst, vorher war es so, man hatte Zugang zu Daten, aber damit noch nicht das Recht, sie wiederzuverwenden. Oder man hat Wiederverwendungsrecht, aber kein Recht auf Zugang. Das gibt es auch hier in Österreich und Spanien zum Beispiel. Wenn die Daten da sind, darf man sie wiederverwenden, aber es ist kein Recht darauf, dass man sie bekommt. Das wird aber jetzt aber also gleichgeschaltet. Und generell hat die EU jetzt eine Bewegung gemacht von Wiederverwendung zu diesem Begriff Open Data. So was jetzt in der neuen PSI-Direktive steht, nähert sich die Open Data-Definition an und geht weg von diesem bloßen Wiederverwendungssatz. Und das nennt sich jetzt die europäische Open Data Strategie. Die EU möchte auch eine Vorzeigerolle erfüllen. Es kommt eine europäische Datenportale diesem Jahr noch. Das soll dann eine paneuropäische Datenportale im nächsten Jahr werden und das soll sich dann zu einer Open Data Infrastruktur entwickeln in den kommenden 7 Jahren. Wie das genau aussieht, weiß ich nicht, aber Geld dafür haben sie schon mal reserviert. Und wir können also daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass wir alle bereits gewonnen haben. Die Behörden und die Bürger, es passiert schon sehr viel. Und es gibt sehr gute Beispiele, die Daten sind da, der Wille ist da bei den Behörden und wir als Bürger haben einigermaßen schon gelernt, diese Daten auch zu verwenden. Wir können also sagen, we've won, wir haben gewonnen. Das ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Und für den Ausblick wird es also ein bisschen weniger positiv vielleicht. Also, weil
meiner Meinung nach sind wir immer noch ganz am Anfang. Wir haben gerade erst angefangen. Denn wenn wir auf diese Wettbewerbe schauen, da kommen zum Teil sehr schöne Apps dabei raus. Aber was ist der bleibende Wert dieser Apps? Was passiert nachher? Viele dieser Wettbewerbe sind eher so PR-mäßige Aktionen. Es werden Beispiele gebaut, das sind so Prototypen und nachher passiert eigentlich nichts. Es ist noch nicht ein Ökosystem entstanden, ein Markt entstanden, wo diese Apps auch Verwendung finden, wo man Benutzer findet, die diese Apps auch adoptieren. Es wird einiges gemacht, aber das meiste fällt wieder am Boden. Es wird also noch viel experimentiert. Und da, wo die Daten publiziert werden, kann man sich fragen, ob das nur eine einmalige Aktion ist oder dass das auch wirklich in den Prozessen der Behörden eingegliedert wurde. Das ist das Datenportal meiner Heimatstadt. Die haben das technisch sehr gut geregelt. Die Daten werden jeden 24 Stunden werden die aktualisiert und das sieht alles sehr gut aus. Aber der dafür zuständig ist, hat mittlerweile andere Arbeit bekommen innerhalb der eigenen Organisation. Also ist jetzt keiner mehr da. Innerhalb der Stadtverwaltung, der Open Data macht. Die Politik hat gesagt, wir müssen das machen. Im amtlichen Umgebung gibt es jetzt keiner mehr, der das macht. Und da fällt alles wieder auf den Boden, wenn wir da nicht ganz vorsichtig sind. Ich arbeite für ein paar andere Städte in Holland und da geht es genau um diese Frage. Wie kommt man von dieses Ad-Hoc-Publizieren zu einem normalen Prozess, wo wir die Daten publizieren und auch dazu, dass Open Data ein Ingredient ist von allen öffentlichen Prozessen, die wir in der Stadt haben. Schalt dein Modem aus, Daniel. Und wenn wir auf die Daten schauen, die da sind, dann gibt es auch noch sehr viel Arbeit zu tun. Hier geht es um die Handelsregister in Europa. Chris Taggart von Open Corporates hat mal nachgeschaut, was dann denn wo verfügbar ist. Norwegen habe ich gerade als Vorzeigevorbild hochgehalten. Anderswo in Europa gibt es noch viel zu gewinnen. Hier in Österreich zum Beispiel gibt es da überhaupt noch nichts. In Holland ist das alles auch noch nicht so gut geregelt. Also da gibt es noch viel zu tun. Und die wichtigen Daten sind also zum größten Teil eigentlich noch überhaupt nicht verfügbar. Und das, wenn man dann auf die Regel schaut, die es jetzt gibt, die neue Direktive, die jetzt kommt, da muss man sich realisieren, dass bei den alten Direktive auch so an die 6 Jahre gedauert hat, bevor wir überhaupt von Open Data gesprochen haben. 2003 wurde die erste Direktive beschlossen, 2009 ging das erste Datenportal der Briten live. 6 Jahre dazwischen war es ziemlich still. Und das Gleiche wird auch mit der neuen Direktive so sein. Wenn der Beschluss fällt, Ende dieses Jahres vielleicht, dann wird es noch ein paar Jahre dauern, bis das dann in nationalen Gesetzen umgesetzt wurde und dann dauert es noch ein wenig länger und länger, bevor wir das in der Praxis dann auch spüren werden. Also warten auf die Gesetze, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir brauchen die Regel, wir brauchen das neue Gesetz, wir können aber nicht darauf warten, um auch etwas zu tun. Das heißt, dass die Barrieren, die es vor einem Jahr und und die Jahren davor schon gab, dass die immer noch aktuell sind. Das hier, Sie müssen das nicht lesen können, das sind alles, was Sie hier sehen, ist eine Karte von allen Barrieren, die in einem Workshop vor einem Jahr in Brüssel genannt wurden, also praktische Beschwerden, praktische Barrieren, die Projekte erfahren haben, als sie versucht haben, Open Data zu machen, entweder um Daten zu öffnen oder um Daten wiederzuverwenden. Das Interessante hier ist, dass die größten Wolken sind nicht die Barrieren rund um technische, juristische oder finanzielle Fragen. Die größten Wolken gehen um die Transition. Dass sich bei der Behörden etwas ändern muss, von der Attitüde her, von Fähigkeiten her, von wie man das einrichten und auch bei den Bürgern. Bei den Behörden geht es darum, um diffusen Ängste zu überwinden, politische Unterstützung zu bekommen und wenn man es will, wenn man Daten offen machen will, wie man das dann organisiert und wie man es letztendlich auch finanziert. Und bei den Bürgern geht es darum, haben wir eigentlich Zugang zu diesen Daten, können wir was mit diesen Daten anfangen, verstehe ich, was ich da sehe und wenn ich das verstehe, habe ich dann eine Idee, was ich dann machen könnte mit diesen Daten und wenn ich irgendeine gute Wiederverwendung für diese Daten gefunden habe,
habe, bin ich dann in der Lage, das strukturell zu tun. Und wenn ich das als wirtschaftliche Aktivität möchte, bin ich dann in der Lage, neue Businessmodelle zu finden und zu formulieren, um das zu tun. Und das hat eigentlich nichts mit den Daten und nichts mit der Technologie zu tun, nichts mit der Finanzierung, nichts mit dem Gesetz. Das hat alles damit zu tun, dass wir in dieses Änderungsprozess sind, dass wir herausfinden müssen, innerhalb der Behörden und außerhalb der Behörden, wie wir das eigentlich richtig machen. Das größte Teil der Überflut an Daten wird noch nicht verwendet, ist noch nicht verfügbar, wird noch nicht verwendet. Dieser Überflut ist noch nicht realisiert. Momentan ist die ganze Open Data Welt noch hochfragmentiert. Es gibt einiges, es wird gebaut, viele Leute sind guten Willens, aber in der Praxis ist alles noch sehr stark fragmentiert. Und alles, was wir mit diesen Daten anfangen, ist zum größten Teil sind noch Fingerübungen. Es gibt nur sehr wenige, die bereits Piano spielen können. Wir sind alle noch dabei, herauszufinden, wie wir das richtig machen. Und das heißt, dass wir immer noch nicht sagen können, wir haben das jetzt geregelt, alles, also das Framework ist aufgebaut worden. Nein, wir müssen noch daran arbeiten, Energie zu kreieren, damit wir weiter vorankommen. Und Netzwerke bilden und Community-Aufbau sind da immer noch die wichtigsten Tools, die wir haben. Und das heißt, dass Events wie heute durchaus wichtig bleiben, auch noch in den kommenden Jahren. Hier im Bild sehen Sie in der Mitte, sehen Sie der Projektleiter des niederländischen Datenportals und links und rechts von Ihnen Beamten aus unterschiedlichen Ministerien, die Datensätze zur Verfügung stellen. Und das war auf einer Hacker-Konferenz, wo Sie PR gemacht haben für Ihre eigenen Daten. Und das ist genau, was passieren muss. Diese Gespräche organisieren, Leute aufsuchen, um ins Gespräch zu kommen. Wie machen wir das richtig? Wie kriegen wir die Daten raus in einer wiederverwendbaren Form? Und wie finden wir raus, was wir mit diesen Daten als Wiederverwender anfangen können? Netzwerkaufbau, Community-Aufbau ist unser wichtigster Tool. Und wenn wir dann weiterschauen, wie es mit dieser Wiederverwendung vorangeht, dann wird es jetzt langsam auch wichtig, weiterzuschauen als nur auf die Apps. Bei der Eurocommission werde ich öfters gefragt, was ist denn der Killer-App für Open Data? Die gibt es noch nicht. Das werden wir erst in 20 Jahren wissen. Wir wussten es auch nicht mit E-Mail. Erst als wir es alle benutzt haben, wussten wir, dass E-Mail ein Killer-App für Internet war. Das werden wir also mit Open Data auch haben. Es geht weiter zu schauen als nur die Apps, weil es gibt um einiges mehr. Wir haben an der Open Government Data Business Day in Wien vor einigen Monaten gesehen, dass im Themenbereich Business Intelligence Open Data eine sehr wichtige Rolle spielen kann. Das sieht aber sehr langweilig aus. Das ist nicht so sexy wie die Apps, die bei diesen Wettbewerben gebaut werden, schafft einen größeren Wert in vielen Stellen. Es geht auch nicht nur auf das eigene Bildschirm zu schauen. Es gibt andere Wege, um die Daten in unseren Alltag zu integrieren. Das hier ist ein Beispiel von einem Bürobeamten in London, der die Realtime-Daten der öffentlichen Verkehrsmittel nimmt und sich ausrechnet, wann der nächste Bus nach Hause kommt. Ich weiß nicht, wie zufrieden er ist mit seiner Arbeit, wenn er das immer auf seinem Büro stehen haben muss, wann der nächste Bus nach Hause kommt. Aber das ist eine andere Weise, um diese Daten zu verwenden und im Alltagsleben zu integrieren. Und das sind zwei Bilder aus der Schweiz, aus dem Hackcamp in Bern, glaube ich, oder in Genf. Man kann die Daten auch verwenden, um Produkte zu machen. Das hier sind Ohrhänger, die statistische Daten des Schweizerischen Bundesamts für Statistik verwendet, um die Form zu definieren. Und man kann natürlich auch mit Statistik essbare Sachen machen. Es geht also, die Grenzen weiter aufzurecken und nicht nur auf die Apps zu schauen. Und wir müssen auch weiter schauen als nur diese wirtschaftlichen Wert, was der Trieb der Eurokommission ist, weil die über diesen Single Market gehen. Es geht weiter zu schauen, denn Open Data sind für die Behörden selbst, denke ich, das wichtigste Instrument, das Sie in der kommenden Zeit haben werden, um neue Arbeitsweisen zu finden, um anders arbeiten zu können. Das hier ist die International Data Transparency Initiative. Das ist, denke ich, zurzeit das beste Beispiel, wie Behörden und auch NGOs zusammen einen ganzen Sektor transparent machen, damit alle besser funktionieren können.
Und alle Stakeholder in diesem Sektor, die Donorländer, die empfangenden Länder, die NGOs, die Civil Society Organisationen in empfangenden Ländern, die haben sie den Willen, diesen Daten zu einzusehen, weil die haben alle da einen Grund, Fragen an den anderen Stakeholder zu stellen. Die haben aber alle auch dadurch einen Grund, die Daten zu publizieren. Hier wird ein Sektor transparent gemacht, um International Aid besser funktionieren zu lassen in einer Zeit, wo die Budgets unter Druck stehen, wo es um Korruptionsbekämpfung geht und wo es um Vertrauensfragen Richtung NGOs geht. Und da ist Open Data also ein internes Hilfsmittel, um voranzukommen. Und das Gleiche geht auch auf lokaler Ebene, wenn es um Gemeinden oder Städte geht. Die Open Data ist ein neuer Tool, mit dem wir diese Sparmaßnahmen einrichten können, wie wir auf neue Weise Gespräche mit Bürgern gestalten können und wie wir auch unsere Beziehungen zwischen Behörden gestalten können. Denn die Behörden sind die größten Wiederverwender der Daten im Moment und das werden sie wohl auch bleiben. Und ich würde also auch blind für jede Behörde, für jede Stelle die Herausforderung akzeptieren, um einen internen Business Case auf diesen Punkten zu machen. 5 Minuten, ja, schaffe ich. Und dabei stehen neuen Services. Hier ist ein Beispiel aus Stockholm, wo das Kulturamt gesagt hat, ein Drittel des Budgets reservieren wir für einen Dialog mit den Bürgern. 2 Drittel machen wir wie jedes Jahr. Das wird festgelegt im November fürs nächste Jahr. Ein Drittel reservieren wir, wenn Bürger sich irgendwas in die Stadt organisieren möchten, ein Konzert oder eine Vernissage oder was auch immer und auch Geld dafür spenden möchten, dann können wir das städtische Budget als Multiplier einsetzen. Und hier werden die Daten also veröffentlicht und gezeigt, das finanzieren wir schon, das haben wir nicht finanziert. Wenn ihr das möchtet, dann müsst ihr aber als Bürger auch selbst mitfinanzieren, aber dann kann man das städtische Budget auch verwenden. Hier entsteht ein neuer Dialog, eine neue Art von Beziehung zwischen Bürger und Verwaltung. Das Gleiche geht in Schweden auch für Wartelisten in den Krankenhäusern. Und da werden die Daten eingesetzt, um neue Gespräche führen zu können. Das heißt, dass die Daten nicht nur, wie die Euro-Kommission immer benachdruckt, für diesen ökonomischen Wert haben, aber auch einen Wert haben, wenn es um Partizipation geht und dann nicht diese Art von Partizipation, wo man am Anfang irgendeines Beschlusses, einen Policy-Prozesses mal mitreden darf und dann wird ein Beschluss gefasst und da erkennt man die Resultate nie wieder. Aber diese Art von Partizipation, wenn es um das eigene Leben geht, das eigene Leben in eigenem Viertel, auf der eigenen Straße. Und es gilt, die Daten so wieder zu verwenden, dass es an diesem Ort Sinn macht, nicht an das andere Ort, wo wir nur reden. Und dass die Daten dazu geeignet sind, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, als John Sheridan über die Legal Data der Briten sprach. Alle Gesetze in England sind publiziert auf eine Art und Weise, dass man jeden einzelnen Satz mit einem eigenen URL adressieren kann. Und das führt unter anderem zu das hier. Auf Twitter werden jetzt Gespräche geführt zwischen Bürger rund um Court Cases. Und die referieren dabei direkt an einzelne Sätze im britischen Gesetz. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Wenn ich es vermeiden kann, lese ich keine Gesetze, weil die sind mir zu langweilig. Aber wenn hier plötzlich Bürger direkt einzelne Sätze aus einem Gesetz hervorheben, einzelne Paragraphen referieren, um ein Gespräch führen zu können über irgendetwas Aktuelles, was in der Zeitung steht, dann zeigt das, dass die Daten zu neuer Art von Beziehungen führen, zu neuer Art von Gesprächen führen können und dass wir also diesen Wert noch lange nicht, dieses Potenzial noch lange nicht realisiert haben. Es sind aber nicht nur behördlichen Daten, und jetzt muss ich mir aber doch noch ein bisschen beeilen, denn die behördlichen Daten beschreiben nur einen Teil der Wirklichkeit. Es gibt sehr viele Bereiche, wo es die Firmen sind, die die meisten Daten haben, und die aber sehr viel über unser eigenes Leben beschreiben. Und wir brauchen eigentlich auch Zugang zu diesen Daten. Dabei geht es um Banken. Und manche Banken machen das auch schon im Sinne des Smart Cities Projektes, wird von dieser spanischen Bank werden Daten publiziert. Dabei geht es um Energie- und Wasserversorgung und auch da passiert schon einiges. Enel in Italien publiziert Daten über Energieproduktion und Verbrauch.
und auch in der Mining and Oil Extraction Industrie passiert das. Da werden Daten gleich wie bei dieser International Aid Transparency Initiative auch publiziert. Und es geht um Gesundheitsvorsorge und auch um Versicherungen. Die haben sehr viele Daten, die unser Leben beschreiben und die uns helfen könnten, unser eigenes Leben besser zu gestalten. Essen und Agriculture ist genauso wichtig. Wenn Sie einen Beutel geschnittenes Gemüse im Supermarkt kaufen, dann über die Qualitätssysteme, die es schon gibt, kann der Supermarkt dir erzählen, für jeden Karottenwürfel, der da drin ist, auf welchem Acker der geerntet wurde und wie der Weg aussah vom Acker zu diesem Beutel mit Gemüse. Die Daten gibt's. Wenn es also um die Sicherheit unseres Essens geht, gibt es die Daten und die werden sehr interessant, auch für uns alle, um wiederverwenden zu können. Und wir können unsere eigenen Daten auch teilen. Sensordaten, Realtime-Daten von unserem iPhone oder Handy könnten wir auch im Netz teilen. Es gibt also die behördlichen Daten zu ergänzen mit den Daten, die es bei Firmen und bei uns selbst bereits gibt. Leitend sollte sein, dass wir irgendein Problem haben, das wir lösen möchten. Zurzeit werden viele Apps noch darauf basiert, dass wir die Daten gibt, weil die nur ganz fragmentiert vorhanden sind. Man hat also eine Datei und man denkt sich, was kann ich mit dieser einen Datei anfangen? Das müssen wir ab jetzt ändern. Es geht ein Problem zu haben und zu schauen, welche Daten gehören dazu, wie kommen wir an die Daten ran und welche neue Wege finden wir dann, um die Daten zu verwenden, um das Problem lösbar zu machen. Und das heißt also, einen anderen Startpunkt zu wählen. Und das heißt auch, dass wir noch immer wohl auf sehr vielen Türen klopfen müssen, um die Daten herauszubekommen. Und nicht nur bei den Behörden, sondern auch bei uns selbst und bei Firmen. Denn wir brauchen die Daten, um navigieren zu können in unserer komplexen Umwelt. Wir haben genügend Probleme, darüber sind wir uns alle einig. Und wir brauchen die Daten, um da voranzukommen. Es hilft dabei, und das ist eigentlich mein Ratschlag für heute, um sowohl sehr optimistisch zu sein, es gibt schon vieles, es passiert schon vieles, es sind viele Leute guten Willens, aber es ist auch sehr wichtig, um eigentlich radikal dabei zu sein. Ich habe bei mir selbst festgestellt, dass obwohl ich sehr optimistisch bin, dass ich auch immer noch radikalisiere. Und dann nicht im Al-Qaida-Sinne, sondern ich werde immer ungeduldiger und ich möchte immer mehr, desto mehr Daten auf mich zukommen, möchte ich noch mehr Daten haben. Also ich radikalisiere da auch. Und das ist mein Ratschlag für heute. Sei ein Optimistic Radical in allen Gesprächen und Diskussionen, die Sie heute führen. Und dann müssen wir nach heute einfach an die Arbeit. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit und habe zuletzt noch eine kleine Einladung. Das ist, wenn Sie irgendeine Erfahrung teilen möchten, tun Sie das bitte auch auf der EPSI-Plattform. Jeder, der dort einen Account hat, kann auf die EPSI-Plattform schreiben, dort bloggen, Ihre Beispiele zeigen. Und wir haben auch einen Survey, der ein bisschen anders aussieht als normale Surveys. Und da geht es um Ihre direkte Erfahrungen mit Open Data, entweder innerhalb der Behörden, entweder außerhalb. Und wir sind neugierig nach diesen Erfahrungen, weil daraus können wir die Muster hervorholen, die uns die Indikatoren zeigen, wie wir vorankommen. Also gehen Sie auf diese URL und teilen Sie Ihre Anekdoten und Erfahrungen. Die Slides kommen online. Und im Sinne dieser Konferenz sind sie natürlich wiederverwendbar. Ich danke Ihnen.